Ich im vierten Gang. Ja, da muss man ein bisschen. Ja, das Kabel stört jetzt echt, ne? Mal ein bisschen näher, dann hängt das Kabel ein bisschen durch. Jetzt sind die Pedale. Ich muss eigentlich nur die Pedale ein bisschen weiter nach hinten schieben. Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play American Truck Simulator hier auf dem PC in der vierten Folge. Ewig nicht mehr aufgenommen. Warum? Ganz einfach, weil Lenkrad und großes Mikrofon ein bisschen scheiße. Was habe ich also gemacht? Ich habe mein Headset besorgt und wegen Lieferzeiten, Corona und so weiter. Ihr wisst ja Bescheid, hat das Ganze über einen Monat gedauert. Aber jetzt ist es da, es funktioniert. Ich habe es direkt angeschlossen mit meiner ganzen Mikrofontechnik und hoffe natürlich, dass das Ganze jetzt hier einigermaßen funktioniert. Der Pegel sieht jedenfalls ganz gut aus. Es ist noch nicht alles perfekt. Ich muss auch noch ein neues Audio-Interface und sowas alles besorgen. Aber dann sollte das passen. Und wir machen jetzt einfach weiter. Wir haben eine neue E-Mail. Das ist halt auch das Schöne. Ich kann mich jetzt nach vorne lehnen und klinge einfach genauso. Hallo Chef. Ich habe da etwas für Sie. Dank unserer Verbindungen sind wir jetzt in der glücklichen Lage, richtige Herausforderungen geboten zu bekommen. Einige spezielle, ziemlich große und schwere Frachten erfordern den Transport durch einen, der seine Fracht wirklich versteht. So etwas ist kein Spaziergang und verlangt nach gewissen Fertigkeiten. Aber auch eine besondere Sorgfalt, Geduld und die Zusammenarbeit mit Begleitfahrzeugen sind gefragt. Dass das erhöhte Risiko üppig vergütet wird, brauche ich wohl nicht zu erwähnen. Bei Interesse schauen Sie doch bei folgenden Orten vorbei. Sehr, sehr viele, denn wir haben ja jetzt auch alle Add-ons besorgt. Irgendwann war mal eine richtig fette Rabattaktion, 70% reduziert. Ich habe alle Add-ons gekauft. Wir haben jetzt diese ganzen Spezialtransportdinger. Wir haben natürlich alle Map-Bestandteile jetzt auch. Das heißt, hier können wir jetzt richtig, richtig Spaß haben und es werden ja noch weitere produziert. Also irgendwann wird schon die ganze USA, denke ich mal, voll sein. Ich laber nicht lange rum. Wir brauchen einen neuen Auftrag. Wir haben ja nur 15.000 Dollar. Was können wir bei der Bank mittlerweile machen? Können wir natürlich noch nicht machen. Wir wollen dann natürlich, wenn wir einen eigenen Truck haben wollen, dann wollen wir was richtig machen. Wir müssen jetzt erstmal einen schnellen Auftrag wieder machen. Und wir können ja mal gucken. Was gibt's denn hier? Ah, guck mal, hier gibt es ja jetzt sogar schon mal was Besonderes. Das finde ich sehr, sehr cool. Hier hätten wir 45 Tonnen schweres technisches Teil von Yuma nach Tucson. Über 12.000 Dollar, Junge. Das ist fast das, was wir gerade haben hier, ne? Und hier waren wir noch nicht. Trifft sich doch gut. Trifft sich doch gut. Das ist ein Anhänger. Ich bin sehr gespannt, was es da für Ladungen gibt. Ich würde sagen, wir legen los. Wir fahren einen Peterbilt mit 600 PS und 18 Gänge. Ach du Kacke, das wird ein Geschalte, sage ich, wie es ist. Freunde, schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr die Audioqualität findet. Ich bin mega beeindruckt von dem Teil. Das ist einfach so ein kleines Mikrofon. Die Musik passt jetzt natürlich mega dazu. Aber ich habe die Ingame-Musik ausgeschaltet, um sie dann durch meine eigene Musik zu ersetzen. Während man fährt, ist es natürlich besser, weil man da ja fährt und ein bisschen fahren von diesem Truckgeräusch. Da tut es vielleicht ganz gut, wenn man ein bisschen Musik im Hintergrund hat. Aber gut, hier für ihr ist es vielleicht nicht so geil. So, du beabsichtigst, einen Spezialauftrag auszuführen. Zwei Begleitfahrzeuge werden dich hierbei leiten. Sei vorsichtig und folge ihren Hinweisen und Vorschlägen im Road Advisor. Spezialtransporte wie dieser halten nicht an roten Ampeln und haben in den meisten Situationen Vorfahrt. Während solcher Transporte werden häufiger Wegpunkte angelegt, um deinen Fortschritt zu speichern. Vermeide jeglichen Kontakt mit den Begleitfahrzeugen. Weiche nicht ab von der Route. Halte keine nicht an Tankstellen, Rastplätzen. Beachte die Geschwindigkeitsbeschränkung. Achte auf überholenden Verkehr. Spurwechselmanöver, erst das hintere, dann das vordere und dann erst ich. Alles klar, haben wir verstanden. Ich glaube, wir können dann auch mal loslegen. So, ich habe schon wieder die Steuerung verlernt. Ich kann jetzt auch nicht so weit nach hinten, weil das Kabel hier leider beschränkt ist. Ich muss auf jeden Fall, wie gesagt, ein zweites Audio-Interface holen und ich brauche ein Verlängerungskabel, weil sonst ist das hier, das ist ja dann nicht besser als das Mikrofon. Ich höre auf zu labern. Wir haben 420 Kilometer. Oh, ist ganz schön eine Route. Oh, oh, oh. Ah, da ist der Sound. Siehst du, der ist dann doch ein bisschen lauter noch. Das ist ja schon fast dann zu laut. Ah, ich muss ganz kurz die Kopfhörer ein bisschen leiser stellen. Sonst fange ich ja an, rumzuschreien. Rumschreien! So. Alles klar. Ganz kurz. Die Ladung haben wir ja schon gesehen. Genau, da haben wir sie.
schon wieder so ein breites Ding, ne? Aber der Anhänger ist, glaube ich, ziemlich wendig, ne? Okay, hier offenbar nicht. Interessant. Wir fahren los. Ah, schön abgesoffen. Ich muss ganz kurz wieder reinkommen. Ah, hier ist Fernlicht. Alles klar. Wo ist denn der Ausgang von dem Scheiß? Der ist... Ich bleib mal noch in dem Gang und dann schauen wir einfach mal, sind das hier Polizeifahrzeuge, denen ich folge? Oder ist das hier auch wie beim Eurotruck? Nee. Hier sind es Polizeifahrzeuge. Sehr interessant. Da finde ich auch cool, dass man da so ein bisschen die, oh Gott, das war schon ein bisschen eng. Also da müssen wir noch weiter ausholen. Ja. Müssen wir alles jetzt ein bisschen entdecken, ne? Ja, warte. Ja, boah. Warte, Kacke. Da müssen wir auf jeden Fall ganz weit. So. Müssen wir mal gucken. Passt das so? Das passt. Okay. Ich hab Bock. Ich habe jetzt lange nicht weggespielt, weil ich die ganze Zeit das Headset gewartet habe und ich wollte nicht mit dem Mikro mehr weiterspielen, weil es einfach sehr scheiße war. Hat mir nicht gefallen. Jetzt kann ich endlich wieder vernünftig weiter hier zocken. Ah, da sind wir wieder, da sind wir angeeckt schon mal. Das ist nicht gut. Da müssen wir auf jeden Fall mehr aufpassen. 1% Schaden schon. 1% zu viel. 1% zu viel. Wie gesagt, schreibt mir mal in die Kommentare, wie ihr die Audioqualität findet von dem Headset. Ich finde das mega geil. Also ganz ehrlich, das ist für ein Headset. Das klingt fast so geil wie mein großes Mikrofon. Nur fast. Klar, so ein winziges Ding wird jetzt nicht die Aufgabe von so einem großen Mikro übernehmen, aber es ist schon sehr nah dran. Und das ist für so ein kleines Ding ist es schon geil, ne? So, der Tank soll noch für 1700 Kilometer reichen. Das ist natürlich sehr angenehm, dass er auch voll ist. Wie sieht's denn eigentlich? Warum muss es eigentlich nachts sein? Machen wir mehr Licht hier, wenn es genehmigt. Ah. Aber, ja, naja, es sieht schon sehr angenehm aus. Ah, cool. Ah. Ich im vierten Gang. Ah, ja, da muss man ein bisschen... Ja, das Kabel stört jetzt echt, ne? Mal ein bisschen näher, dann hängt das Kabel ein bisschen durch. Jetzt sind die Pedale. Ich muss eigentlich nur die Pedale ein bisschen weiter nach hinten schieben. Ich werde mal ganz kurz meine Pedale nach hinten schieben. Das Kabel ist zu kurz, ne? Ha, ist ja ein Traum. Das Schöne ist, ihr hört mich ja weiter. Aber wenn die Pedale zu weit vorne sind, dann ist das nicht so geil. Aber so kann ich automatisch ein bisschen näher rankommen. Dann ist das sogar ganz praktisch. Dann machen wir es so. Okay. So, gib mal Gas hier. Die werden wir heute wahrscheinlich nicht schaffen, die Route. Zumal man ja auch hier nicht so ganz flott fahren darf, leider. Oh, Powells Fahrt, 1 von 6, schön. Genau. Probieren wir doch mal gleich die 65 zu erreichen. Haben wir sogar schon. Der geht aber echt gut nach vorne. So, ganz kurz. Ja. So, Tempomat drinne. Es heißt zurücklehnen. Einfach fahren. Sehr entspannt. Durch die USA. Jetzt geht's hier ab. Jetzt verdienen wir ein bisschen Knete. Ich habe mich dazu entschieden, die Dollarpreise zu nehmen. Sehr interessant. Ja, gut. Alles klar. Macht ja auch Sinn. So. Ich habe aber auch Liter und Kilometer genommen und nicht Gallonen und Meilen, weil das für den Deutschen natürlich besser zu verstehen ist.
Aber beim Dollar sollte man das eigentlich auch verstehen. Von daher passt, Digga, es ist 21.30 Uhr und schon so stockdunkel. Was haben wir, Winter? Und es sind 23 Grad. Wenn es um 21 Uhr noch 23 Grad sind, dann ist doch Sommer, dann ist doch noch hell. Was ist das denn? Santé. Ja, ich bin wieder zu weit innen hier. Das ist nicht gut. Die Autobahn gehört uns, Alter. Aber hier heißt es ja Highway, oder? Es gibt noch einen anderen Begriff. Ich weiß nicht genau. Ja, es hat eh irgendwie jeder sein eigener Begriff. Es gibt ja... Bei uns gibt es die Landstraße. Die Schnellstraße. Die Autobahn. In Italien ist es so ähnlich. Da gibt es auch die Autostrada. Das ist die Autobahn. Und dann gibt es aber noch eine... die Superstrada. Superstrada. Die Superstraße, ja. Das ist dann auch... ja, es ist keine Landstraße. Es ist halt... Eine kleine Autobahn. So was wie eine Autobahn, nur mit einer Spur oder so. Und dann mit 90 oder sowas. Das ist dann da so eine Superstraße. Wir haben ja in Deutschland auch die Bundesstraße, ne? Auch noch. Da blickt ja kein Mensch mehr durch. So, sehr schön. Ich frage mich, ob, wenn man diesen Modus mit den Fernfahrten, wenn man den gemaxt hat und dann so einen Auftrag kriegt, wie das dann funktioniert. Ich glaube, so einen Auftrag gibt es dann nicht, wa? Die Aufträge sind dann maximal so lang, wie eine Tankfüllung von dem Truck reicht oder so, oder? Wenn man mit den Dingern hier nicht tanken kann. Hab ich eigentlich jetzt noch so einen hinter mir, oder? Ja, scheinbar habe ich das. Aber es ist nicht so ein Polizeiauto, sondern irgend so ein anderes Ding. Schön. Interessant. Ja, so folgen wir dem noch ganz gut. Ja, genau, wir fahren jetzt die Folge so weit, wie wir kommen. Und dann probieren wir das Ganze natürlich nächste Folge auch schon wieder abzuschließen. Dann gibt es richtig fett Knete. Und dann können wir doch wunderbar unser Ding hier machen. Na, dann müssen wir ein bisschen hier so. Ich will das echt nicht verkacken, das muss ich auch ganz ehrlich sagen. Und ich hoffe, dass das hier alles gut klappt. Ich muss auf jeden Fall noch einiges wieder bestellen in nächster Zeit. Verlängerungskabel, sowohl USB-Verlängerung als auch das andere. Ich brauche ein 6,3 mm Klinkenverlängerungskabel und ich brauche ein XLR-Verlängerungskabel. Ich brauche auch definitiv höherwertigere USB-Verlängerungskabel. Ich hoffe, der Mikrosound ist jetzt auch okay. Ich hatte das gleiche Verlängerungskabel schon mal an dem Audio-Interface dran, aber mit dem anderen Mikro. Und da hatte ich alle paar Sekunden so ein scheiß Geräusch, dieses Knallen. Oh, Kacke, ich bin auf die Bremse gekommen. Irgend so ein Knacken. Was man von der Schallplatte auch kennt. Sowas. Geht nicht. Ich habe halt jetzt vor der Aufnahme so eine Testaufnahme gemacht mit dem hier. Da habe ich das jetzt erstmal nicht gehört. Also gehe ich jetzt von aus, dass das für, zumindest für heute funktioniert. Aber das lag an dem Verlängerungskabel, was ich jetzt auch benutze. Und ja, dann hole ich mir vielleicht einfach noch ein besseres oder so. Das ist ein Schrott 2.0 Verlängerungskabel. Da brauche ich ein 3.0er, fertig ist. Schon läuft der Quatsch. Ja, naja. Aktuell ist es halt doof. Man bräuchte da theoretisch ein zweites Channel Strip. Weil ich jetzt immer, wenn ich switchen will zwischen dem hier und dem Mikrofon, dann muss ich immer da hinten hin und den XLR-Stecker rausziehen von dem Channel Strip und dann halt das XLR-Kabel von dem Headset da dran kloppen. Das könnte man halt vermeiden, wenn man einfach zwei von diesen Channel Strips hätte, aber ich habe da gar keinen Platz für und das wäre ja mal so unnötig, einen Channel Strip zu holen für dieses Headset, weil ich ja... Also je nachdem, also wenn mich die Soundqualität jetzt auf Dauer wirklich sehr überzeugt, dann werde ich vielleicht sogar das häufiger benutzen. Aber dann brauche ich halt auch wieder das Mikrofon nicht so oft und dann brauche ich ja auch wieder für das da kein zweites Channel Strip. Also dann
stecke ich es halt lieber ab und zu mal um. Weil so ein Channel Strip kostet ja auch wieder 180, 190 Euro oder was? Hm. Geht nicht. Also würde schon gehen, aber ich bin gerade sowieso dabei, was anderes mir zu verwirklichen. Quasi ein neues produktives Arbeitsgerät. Neuen Server quasi, neuen Arbeitsserver. Habe ich einige Komponenten schon da, aber da kann ich mir auch bei weitem nicht leisten, alle Komponenten auf einen Schlag zu kaufen, weil du dann direkt ein paar Tauis los bist, kann ich auch gleich sagen. Gutes System, was lange arbeiten soll, das kostet einfach Geld. Wenn man bereit ist zu zahlen, dann kann man auch seinen Spaß damit haben und die Tatsache, dass ich so ein System jeden Tag benutze, ist halt auch eine schwierige Situation so. Ich meine, aktuell, ich bin in der Ausbildung, ich verdiene halt das typische Ausbildungsgehalt, habe aber den Vorteil, dass ich halt noch zu Hause wohne, bei den Eltern. Dementsprechend natürlich auch das meiste des Geldes zur Verfügung habe, zur freien Verfügung, weil ich ja nichts mit Miete und so zu tun habe und für Essen. Da ist es natürlich genau jetzt der passende Moment, noch große Sachen umzusetzen, denn sobald ich, sagen wir mal, ich ziehe irgendwann aus in 2-3 Jahren, kann ja sein. Vielleicht auch schon früher, ich weiß es noch nicht. Kann ich noch nicht sagen. Vielleicht mache ich da auch einen Vlog noch zu später. Geschweige denn, ich mache da noch YouTube. Wenn man in die Zukunft blickt, gerade mehrere Jahre, dann ist das immer sehr schwer zu beantworten, sowas, wie ich finde. Jedenfalls, irgendwann wird soweit sein und dann ist natürlich klar, dass das, was ich jetzt gerade für Technik und all sowas ausgebe für meine Hobbys, wird halt nicht mehr funktionieren, weil du hast dann natürlich die ganzen Nebenkosten, wie Miete, wie Strom, Wasser, Internet, alles, bla bla bla, geht noch tausendmal so weiter. Allein die Miete ist ja dann schon, ich meine, eine Einzimmerwohnung willst du dann ja auch wieder nicht haben. Gerade wenn du vielleicht auch nicht alleine dann in der Wohnung leben willst, dann sollen schon mindestens 2, vielleicht sogar 2,5 sein. 3 wäre natürlich noch geiler, weil bei 3 hast du dann noch ein zusätzliches Zimmer. Da könntest du dann halt zum Beispiel so ein Hobbyraum, Zockerzimmer könntest du dann so reinbauen. Das ist ja so mein Traum, ehrlich gesagt, muss ich auch sagen. Einfach so ein Raum, wo du einfach, ne, du gehst da rein, merkst direkt so hier, das ist mein Bereich, mein Bereich. Ja, sowas fände ich mega geil. Und wenn ich das eines Tages machen kann, dann wäre ich sehr glücklich. Na jedenfalls, Rechner altern nun mal im Laufe der Zeit und ich bin vor einigen Monaten schon auf die Idee gekommen, mir dann für die Zeit, in der ich dann irgendwann nicht mehr hier wohne, ein neues System zu bauen. Und das muss schlichtweg einfach nur fertig werden, bevor ich ausziehe. Das ist dann aber so gebaut, also ich gehe bei dem Bild, ich mache da auch noch Videos zu. Aktuell ist nur doof an Teile zu kommen, aka Festplatten wegen Shia und so. Bei einem Festplattenserver ist es natürlich ungünstig, wenn man nicht an Festplatten rankommt. Deswegen werde ich das wahrscheinlich um ein paar Monate nach hinten ziehen müssen und hoffen, dass irgendwann der Hype um die Kryptowährungen wieder so ein bisschen nachlässt, dass ich wieder günstig an Festplatten komme. Was heißt günstig? Aber dass ich wieder zu normalen Preisen rankomme und nicht für, aktuell zahlst du den dreifachen Preis oder so. Die wollen 1000, also wirklich 18 Terabyte Festplatte vor Shia, 360 Euro ungefähr, Bestpreis, super, super Angebot, wirklich cool. 900 Euro. Das ist die Zahl, auf die der Preis angestiegen ist. Nach einer Woche Shia ungefähr. Das ist schon krass. Das ist schon krass. Und ab und zu habe ich jetzt gesehen, es ist mal auf 600 runter, aber selbst das ist ja auch immer noch fast das Doppelte und das sehe ich nicht einzuzahlen, zumal ich ja nicht nur eine Festplatte brauche. Also entsprechend merkt er schon, in welche Richtung das geht. Das ist gerade nicht der beste Zeitpunkt. Da muss ich warten. Jedenfalls ist das dann so, dass dieser Rechner aktuell der soll no compromises haben, keine Kompromisse, sodass ich den eben auch, sobald ich hier weg bin, noch einige Jahre, wenn es natürlich gut ist, im Optimalfall einige, viele, viele Jahre, vielleicht also mindestens 5 Jahre, irgendwie benutzen kann und dass er noch alles machen kann, ohne dass es mich stört, weil ich mir nicht all das Geld, was ich dann später mal verdiene, zurücklegen kann für solche Projekte. Das funktioniert einfach nicht. Ich
meine, allerspätestens, aber das ist sowieso, also wenn überhaupt, ist das noch sehr, sehr weit entfernt, wenn man dann irgendwann mal über Kinder nachdenkt zum Beispiel, ja, dann ist eh vorbei. Eh vorbei, Alter. Man kann sich jetzt feinreden, oh, easy, Alter, ist mir doch scheißegal, ich kaufe mir das trotzdem alles. Nee, das wird nix, deswegen habe ich lieber davor schon alles und dann brauche ich ja erstmal nichts mehr und halt alle zwei Jahre vielleicht mal eine Sache irgendwie gönnen oder so, dann denke ich mal, wird das schon irgendwie funktionieren, oder? Also ich denke, irgendwie wird das schon gehen. Aber das ist ja mein Problem und nicht euers. Warum labere ich euch eigentlich damit voll? Macht ja irgendwie so gar keinen Sinn. So. Was ich aber auch gerade sehe, ist, dass die Folge sich dem Ende naht. Ich müsste jetzt mal gucken. Am besten halte ich gar nicht erst an, wa? Ich halte gar nicht erst an, sondern ich mache jetzt hier einfach den Bruder. Und würde einfach sagen, das war's für die Folge. Wie gesagt, ich hoffe, die Soundqualität ist in Ordnung. Ich habe mir das Headset eigentlich auch nicht ohne Grund ausgesucht. Und ich denke, die Qualität sollte schon so ein bisschen überzeugen. Ich will mich schon mal dafür entschuldigen, falls noch so ein paar P-Laute ein bisschen kraftvoller sind. Da muss ich nochmal gucken, wie ich das Mikro noch ein bisschen besser ausrichten kann. Oder ob ich hier noch einen größeren Filter irgendwie finde. Und dass das dann ein bisschen besser wird. Wir arbeiten noch dran, ist noch alles ein bisschen neuer. Freunde, nächste Folge fahren wir hier die Tour zu Ende. Hoffentlich ohne Probleme. Und dann sehen wir uns nächste Folge wieder. Tausend Dank fürs Zuschauen. Tschüss, bis zum nächsten Mal.